Anfang und Ende sozusagen der Wertschöpfungskette, darüber gibt es ein kritisches Bewusstsein, wie die ökologischen und sozialen Bedingungen sind, unter denen diese Güter hergestellt und vertrieben werden, aber wie der Transport läuft und welche logistischen Herausforderungen gemeistert werden müssen und wie sozusagen die Arbeitsbedingungen im Bereich des Transportwesens dieser Güter aussieht, darüber wird wenig gesprochen. Und wir haben eben überlegt und diskutiert, dass Häfen sozusagen zentrale Umschlagplätze eines globalisierten Warenverkehrs sind und dass es deshalb besonders interessant und aufschlussreich sein könnte, sich verschiedene Hafenstandorte anzugucken. Uns hat das Format sehr gut gefallen, so eine Informations- und Vernetzungsreise mit Journalisten, Künstlern, Leuten, die in NGOs arbeiten, Gewerkschaftern, Wissenschaftlern, also alle eben, die im Umfeld der Stiftung zum Thema Hafen, Häfen, Seefahrt, Arbeitskämpfe in Häfen und der Seefahrt arbeiten, zusammenzubringen. Zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Das erste ist, dass die sozusagen die klassische oder eher romantische Vorstellung eines Hafens auch jetzt nicht nur in Filmen oder in der Populärkultur, sondern auch in der wissenschaftlichen Arbeit zu globaler Arbeitergeschichte oder transnationaler Arbeitergeschichte, werden Häfen immer dargestellt als pulsierende Orte, wo Menschen zusammenkommen, wo Güter umgeschlagen werden, wo interkulturelle Begegnungen stattfinden, Arbeitskämpfe oder Formen von Arbeitskämpfen aufeinandertreffen, verschiedene Milieus, Matrosen, Prostituierte, Techniker, Hafenarbeiter, Touristen, Reisende etc. Das ist so die Vorstellung eines Hafens, die man so hat und auch mitbringt. Und in allen drei Häfen, die wir jetzt besucht haben, also Berlin, Duisburg, Rotterdam, war es für mich eigentlich eine gegenteilige Erfahrung. Alle Häfen sind eher sehr reizvolle Orte, aber auch sehr einsame Orte. Das heißt, man sieht sehr wenige Menschen, man sieht geschäftiges Treiben, aber eines, das mehr und mehr ohne Menschen stattfindet. Also man sieht viele Güter, man sieht viel, sehr, sehr viel Hightech, hochentwickelte Technologie, Kräne, Schienen, computergesteuerte Lastwagen, computergesteuerte Kräne, Container etc. Aber man sieht kaum noch Menschen sozusagen. Das ist das eine und deshalb die Idee, Häfen als Umschlagplätze der Globalisierung muss man neu überdenken, weil die Menschen, die dort arbeiten, die es natürlich noch gibt, aber nicht mehr so in dieser aufeinandertreffenden, pulsierenden Form, eben auch nicht so viel aufeinandertreffen. Und man muss sich dann schon fragen, wie kann da Organisierung bei diesen Menschen stattfinden. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist der hohe Grad an Outsourcing und Leiharbeit, das in den Häfen praktiziert wird. Das heißt, die Häfen sind dann vielleicht in städtischer oder kommunaler oder öffentlicher Verwaltung offiziell, aber die Vermietung dann des Lagerbereiches oder auch des Konstruktionsbereiches, des Umschlagbereiches erfolgt an private Unternehmen, die wiederum auch wieder bestimmte Tätigkeiten auslagern. Und weil so viel Just-in-Time laufen muss, gibt es auch viel Just-in-Time-Arbeit. Das heißt, es wird für kurzfristige Projekte, Lagerhallenbau etc., wird sehr stark auf Leiharbeitsfirmen zugegriffen. Und uns ist auch aufgefallen, dass die Gewerkschaften diese Trends zum Teil noch nicht komplett auf ihrer Agenda haben oder es noch nicht komplett mit berücksichtigt. Das Dritte, was mir aufgefallen ist, dass dann das Letzte ist, ich würde es nennen Logistifizierung, also dass zumindest der Hafen in Berlin und der Hafen in Duisburg, die wir besucht haben, wie es so schön heißt, trimodal aufgestellt sind. Also es gibt dort laufen Seewege, Schienenwege und Straßenwege zusammen. Und da ist sozusagen der Seeweg nur noch ein Teil. Und das bedeutet aber auch, dass Häfen, also zumindest Duisburg und Berlin, das Beispiel Duisburg und Berlin, also Binnenhäfen, stark mit anderen Standorten der Ansiedlung von Logistikunternehmen konkurrieren müssen, die auch auf der grünen Wiese stehen,
Also der Hafen steht gar nicht so im Vordergrund, sondern sozusagen eine effiziente, ein guter Logistikstandort zu sein im Wettbewerb. Im Rotterdamer Hafen ist das anders. Der wirkt eher, man sieht ihn jetzt hier auch, der wirkt eher sozusagen wie der Umschlagplatz für ja, alle möglichen Güter und die Industrie in Europa. Also viel Schweröl, Eisenerz, Kohle. Und da ist tatsächlich natürlich auch der Seeweg nach wie vor der wichtigste. Ja.